unsere Federgabel. Treuer Begleiter bei jedem Bike-Abenteuer. Aber kümmerst du dich genauso um sie, wie sie sich um dich kümmert, wenn du mitten in einem Wurzelteppich stehst? Na, ich hoffe doch, und deswegen schauen wir uns in diesem Video an, wie du deine Fox-Federgabel für den großen Service vorbereitest, damit du sie ihm einschicken kannst und quasi wie neu zurückbekommst. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von 4 Freeskier. Und was soll man machen? Eigentlich wollte ich euch schon seit langem mit einigen coolen Skivideos beglücken, aber ihr seht es selbst, wenn man im Januar im T-Shirt draußen steht, dann kommen einfach keine Skifahrgefühle auf, beziehungsweise der Schnee ist auch einfach wirklich nicht da. Man denkt eher ans Biken und deswegen, Leute, denke ich mir, ich zeige euch einfach nochmal ein Bike-Video. Beim letzten Mal haben wir die Gabel ausgebaut, um die zu Fox einzuschicken. Und heute geht es um den Dämpfer. Ich zeige euch alles rundum, wie geht man vor, was muss man machen, dass man eben den Dämpfer zu Fox einschickt, damit die eben dort den größten Service machen. Wenn ihr das Video mit der Gabel noch nicht gesehen habt, dann schaut es einfach hier oben rein, da erkläre ich euch das eben ganz genau, wie man das bei der Gabel vorne macht. Aber der Dämpfer ist eben auch extrem wichtig, gerade weil hier der kleine Service meiner Meinung nach nicht so viel bringt wie bei der Gabel. Und deswegen würde ich euch schon empfehlen, den Dämpfer unbedingt da zum großen Service einzuschicken. Aber ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr lange rum, sondern starten direkt rein und fangen an, diesen Dämpfer auszubauen, damit ihr, ja, freshes, perfekt gewartetes Gear habt, wenn es wieder wirklich losgeht mit Biken. Denn noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass doch noch ein bisschen Schnee kommt. Als erstes in dem Video schauen wir uns an, wie wir den Dämpfer ausbauen. Dann schauen wir uns an, wie wir auf der Website von Fox alles richtig auswählen, dass wir überhaupt zum Dämpferservice kommen. Und dann zu guter Letzt, wie wir den Dämpfer hier schön versandbereit machen. Bevor wir reinstarten, schauen wir uns aber wie immer an, welche Werkzeuge wir brauchen. Um den Dämpfer auszubauen, brauchen wir wirklich nur eine minimale Anzahl an Werkzeugen. Eigentlich brauchen wir nur ein gutes Inbus-Set. Das war es wirklich schon. Hier solltet ihr wirklich ein gutes haben. Aber ein paar Sachen machen das Leben noch leichter. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, einen Bike-Stand zu verwenden, weil man wirklich wesentlich besser zu allen Teilen hinkommt. Und wenn ihr ein Carbon-Bike habt, dann zusätzlich so ein Carbon-Schutz. Das ist eigentlich dafür da, wenn man die hinten am Fahrradträger hat, dass man da sozusagen das Carbon nicht so stark abklemmt. Aber man klemmt es eben auch ab, wenn man es am Bike-Stand hat. Deswegen empfehle ich euch so ein Teil. Und dann braucht ihr eigentlich nur eventuell ein paar Einweghandschuhe, weil es doch recht fettig ist, und Küchentücher. Und das war's. Wie immer, Leute, die Links zu allen Produkten sind unten in der Beschreibung. Da könnt ihr die direkt kaufen und genauso arbeiten wie ich. Jetzt starten wir aber rein. Da ist das Bike hier aufgespannt ist und das Vorderrad schon fehlt, einfach weil wir die Gabel schon ausgebaut haben, empfehle ich euch, baut einfach auch das Hinterrad aus, weil sonst hier bei dieser Einspannung doch sehr viel Zug einfach auf den Rahmen kommt. Deswegen Hinterrad raus, sollte nicht schwer sein. Wenn ihr wirklich gar keinen Plan habt, wie das geht, da habe ich sogar auch ein eigenes Video gemacht. Das ist jetzt oben hier verlinkt, da könnt ihr euch anschauen, wie man das Hinterrad ein- und ausbaut. Boah, ist das festgesessen oder was? Boah. Boah, okay, das war jetzt ziemlich fest, aber wir haben es offen. So, lala. Jetzt haben wir eben viel weniger Spannung und deswegen können wir besser arbeiten und uns hier wirklich um den Dämpfer kümmern. So, als erstes nehmen wir aus unserem Dämpfer mal den ganzen Druck raus. Dazu schrauben wir hier diese Kappe ab. Wenn ihr es nicht wisst, welchen Druck ihr normal fahrt, dann schließt jetzt hier unbedingt eine Gabelpumpe an und messt nach, welcher Druck hier drin ist, denn auch wenn beim Service von Fox das komplett auseinandergenommen wird und dann keine Luft mehr drin sein wird, könnt ihr doch trotzdem ihnen in die Kommentare bei dem Bestellvorgang eben reinschreiben, hey, mein Druck und Druck war der und der, und dann werden die den wieder zurück einfüllen. Also, was ich jetzt hier mache, ich nehme einfach hier einen Inbus, ich glaube, das ist ein 2,5er, mit dem drücke ich hier einfach dieses Ventil ein und lasse eben den Druck, hier ist jetzt das E, lasse einfach den Druck aus dem Dämpfer raus. Perfekt, jetzt ganz wichtig, wir pumpen einmal durch, damit sich auch die Negativluftkammer
nochmal angleicht und dann nochmal drauf drücken und dann sollte hier kein Druck mehr drin sein. Das Durchpumpen geht natürlich nur, wenn wir hier unten in der offenen Position sind. Jetzt die Kappe wieder drauf, weil die verlieren wir sonst und dann können wir uns jetzt schon kümmern um diese ganzen Schrauben, beziehungsweise eigentlich sind es nur zwei Schrauben, die den Dämpfer eben festhalten. Als erstes machen wir die untere auf. So, für die untere Schraube hier bei mir brauchen wir einen 5er Inbus. Bei eurem Bike kann das auch ein anderer sein, normal für eine Schraube der Größe ist aber ein 5er oder ein 6er Inbus. Deswegen gehen wir jetzt einfach her, legen den Inbusschlüssel an, schauen, dass der nicht irgendwie am Rahmen anschlägt und dann links rum geht diese Schraube auf. Und meistens ist es so, dass wir eben hinten im Rahmen ein Gegengewinde drin haben, beziehungsweise einfach ein Gewinde drin haben und deswegen müssen wir da jetzt nicht hinten irgendwas festhalten, sondern können dann einfach hergehen, diese Schraube aufdrehen, so bis sie offen ist und dann normal können wir die einfach mit der Hand rausziehen. Schauen wir mal, ob das hier geht. Wenn es nicht geht, dann können wir von hinten mit dem Inbus einfach durchdrücken und ein bisschen nachhelfen, sozusagen ziehen und gleichzeitig die Schraube von hinten rausdrücken. So, und jetzt habe ich hier die Schraube auch schon rausgeholt. Die legen wir jetzt halt kurz auf die Seite, denn die müssen wir nicht mit zu Fox schicken, denn bei der Schraube handelt es sich ja um ein Teil, das zu eurem Bike gehört, nicht zu dem Dämpfer. Jetzt kümmern wir uns natürlich um die obere Schraube. Je nachdem, wie das bei euch ist, kann es auch einfach sein, dass das eine Schraube ist, die nur drinnen steckt und im Rahmen eben Gegengewinde hat. Aber wie wir hier sehen, ist bei mir eben dieser Shapeshifter hier. Und deswegen hat die Schraube tatsächlich hier hinten auf der Seite so ein Plättchen. Das ist das Gegengewinde. Aber im Endeffekt macht das keinen großen Unterschied. Wir brauchen hier wieder einen 5er Inbus. Hier nehmt einfach die Schraube und löst die linksrum logischerweise. Und dann müsst ihr einfach nur schauen, hier hinten, dieses Plättchen kommt jetzt hier eben raus, dass ihr das nicht verliert. Deswegen halte ich das hier schön fest und nehme das jetzt erstmal ab und lege das, bevor ich irgendwas anderes mache, erstmal auf die Seite. Und jetzt können wir eben wieder die Schraube entfernen. Dazu drücke ich einfach mit dem Inbus hier auf der Hinterseite die Schraube durch. Die kommt dann raus. Ich lege sie auf die Seite und fertig. Jetzt ist es eben soweit, dass der Dämpfer überhaupt nicht mehr hier im Bike festsitzt. Und deswegen können wir den jetzt theoretisch einfach rausnehmen. Aber hier würde ich sagen, geht vorsichtig vor. Denn es kann sein, dass hier verschiedene Spacer eingebaut sind, um eben ja den Dämpfer hier richtig in Position zu bringen, um diese Abstände zu halten. Und da wisst ihr nicht genau, wenn ihr den noch nie ausgebaut habt, wo diese Spacer eben sind. Und deswegen würde ich immer euch raten, fangt erstmal mit einer Seite an. Und zwar mache ich das jetzt hier oben und baue erstmal hier oben dieses Dämpferauge aus. Bei mir ist es jetzt ein bisschen komplexer, dadurch, dass ich eben diesen Shapeshifter habe. Seht ihr, ich hänge hier immer noch fest drinnen an diesem Teil hier. Deswegen fahre ich das jetzt erstmal hier so aus und dann schiebe ich mit einem großen Inbus, bei mir jetzt ein 8er, diese Hülse hier einfach raus. Aber wie gesagt, wenn ihr keinen Shapeshifter habt, dann ist es ziemlich sicher, dass ihr so eine Hülse nicht habt. Die lege ich jetzt auch auf die Seite und jetzt kann ich hier meinen Dämpfer nämlich auch aus den Bike rausdrehen und wir sehen, hier sind nur diese von Fox vorgefertigten Spacer oder Bushings, also Gleitlagerpakete sind es, eben drinnen. Hier oben sehen wir also, okay, da müssen wir nicht irgendwie einen Spacer uns aufhalten, aber unten sollte man das auch überprüfen, denn bei jedem Bike kann es ein bisschen anders sein. Jetzt ziehe ich den Dämpfer einfach nach oben weg, da muss man auch vielleicht so leicht so hin und her wiggeln. Und dann ganz vorsichtig hier raus. Und wir sehen, hier sind bei mir auch nur die von Fox vorgefertigten Teile drin. Die sind alle fest verbunden.
keine Space hier drinnen, aber wie gesagt, schaut da einfach, es kann sein, dass sowas bei euch drin ist und das solltet ihr eben nicht verlieren. Der Dämpfer ist jetzt komplett ausgebaut, den legen wir jetzt kurz auf die Seite, am Bike sind wir aber noch nicht fertig. Es gibt jetzt nämlich zwei Möglichkeiten, entweder ihr putzt jetzt alles, wenn ihr gerade Zeit habt, würde ich euch empfehlen, putzt jetzt hier all diese Lagerflächen richtig schön ab. Oder aber ihr macht es erst, wenn der Dämpfer wieder zurückkommt. Ich persönlich würde es eher machen, wenn der Dämpfer wieder zurückkommt, weil dann können wir alles gleich neu schmieren und so weiter. Und da müssen wir sowieso putzen dafür. Was ich euch aber auf jeden Fall empfehlen würde, ist die Schrauben wieder an die richtige Stelle zu bringen. Also wir haben hier unten einmal die Schraube für eben den unteren Part. Die drehe ich jetzt einfach rein. Die muss nicht fest sein, einfach nur, dass die an Ort und Stelle ist und nicht verloren geht. Und hier oben habe ich eben diese Hülse, die ich erst wieder reinschieben werde. Dann klappe ich das alles nach hinten. Und dann gebe ich auch hier die Schraube rein. Habe hier hinten noch dieses Gegenplättchen, das da eben hin muss. Und schraube hier auch alles fest. Eben einfach, dass alles seinen Platz hat. Wichtig ist aber hier, diese Schrauben dürft ihr jetzt wirklich nicht festziehen. Denn diese ganzen Arme hier, die sind nicht dafür ausgelegt, dass ihr da mit einer Schraube fest anzieht, wenn hier dazwischen nichts ist, was hier das abstützt, das Material. Deswegen auf keinen Fall diese Schrauben festziehen, sondern einfach nur reindrehen, damit die an Ort und Stelle sind. Dann könnt ihr das Bike eure ein paar Wochen, wo eben Fox braucht, um diesen Service durchzuführen, einfach irgendwo in die Ecke stellen und die Schrauben gehen nicht verloren. Am Bike sind wir fertig, jetzt packen wir unseren Dämpfer ein. Bevor wir jetzt alles hier in unseren Versandkarton einpacken, schauen wir uns erstmal an, was wir bei der Webseite von Fox alles eingeben müssen, um den Dämpfer eben richtig zum Gabelservice zu schicken. So, jetzt sind wir hier auf der Website. Der Link dazu, den habe ich euch natürlich unten in die Beschreibung reingepackt. Da könnt ihr euch den einfach rausholen. Und wenn wir da drauf gehen, da ploppt jetzt direkt dieses Fenster auf, wo wir zu einem Service buchen wollen. Genau, und dann gehen wir hier einfach drauf, jetzt anmelden. Ich habe mich jetzt hier schon angemeldet, deswegen komme ich hier gleich weiter. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann müsst ihr euch da registrieren. Das ist aber gar kein Problem. Da gebt ihr einfach eure Daten ein, damit die Leute von Fox eben auch einfach wissen, wo sie die Gabel wieder hin zurückschicken sollen. Das macht ihr einfach, sollte jeder hinkriegen und dann geht's hier weiter. Und zwar als allererstes geht's hier auch um Reklamationen, aber wir machen natürlich nur den Service. Und deswegen sollen wir das unten auswählen, da haben wir diese drei Buttons. Und bei dem unteren Button, da wählen wir natürlich einfach Service aus, denn wir wollen schließlich nur einen Service durchführen. Ganz easy. Wenn wir jetzt auf den Knopf drücken, dann folgen da gleich drei Produkte, Federgabel, Dämpfer oder die Sattelstütze. Wir wählen jetzt hier aber nur die Federgabel aus, weil wir die ja servicen sollen. Im nächsten Schritt wählen wir einen Servicetermin aus. Wichtig ist hierbei, dass unser Produkt 3 Arbeitstage vorher bei Ihnen eintreffen soll, also lasst euch da genügend Headroom nach vorne, damit ihr da Zeit habt. Deswegen wähle ich hier einfach mal irgendeinen Termin im Januar aus. Und schon kommen wir zum nächsten Schritt. Hier müssen wir jetzt halt die Daten unserer Gabel eingeben. Das ist alles perfekt beschrieben. Die Seriennummer steht zum Beispiel hier unten drinnen, wie ihr sehen könnt. Und diese ID steht auf diesem Sticker hier drauf. Das ist wirklich alles idiotensicher beschrieben. Ich habe das jetzt schon mal alles eingegeben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt halt hier zum Beispiel noch euer Fahrergewicht eingeben, damit die eure Gabel auch nochmal auf euch feintunen. Und dann sind wir schon im letzten Schritt angekommen. Da kontrollieren wir natürlich nochmal alle unsere Informationen. Und wichtig, falls irgendwas auftreten sollte, falls Sie wirklich einen Teil tauschen müssen, es mehr Geld kostet, dann klickt hier an, dass Sie euch da anrufen sollen. Gebt noch eure Telefonnummer an, dann rufen die euch an. Wenn da irgendwas wäre, dann könnt ihr das einfach besprechen und ja, dann das weitere Vorgehen eben ausmachen. Und so schlägt ihr den Prozess ab, dann müssen wir natürlich noch die Gabel zu Fox schicken, das schauen wir uns aber später an. Jetzt bauen wir aber die Gabel aus. So, jetzt haben wir hier unser Dämpfer und einen perfekten Karton. So einen großen Karton braucht ihr für diesen kleinen Dämpfer logischerweise nicht.
Wenn ihr also nur den Dämpfer einschickt, dann nehmt einfach einen wesentlich kleineren Karton her. Das passt. Aber die meisten von euch werden wahrscheinlich so wie ich die Gabel und den Dämpfer gemeinsam einschicken. Deswegen der große. Bevor wir aber irgendwas einpacken, seid einfach so lieb und wischt hier den groben Dreck. Also gerade hier bei den zwei Anbauflächen, also bei den zwei Flächen, wo die Schrauben durchgehen, wischt hier einfach euer das ganze Schmierfett weg. Die Mitarbeiter von Fox danken es euch, wenn ihr keinen komplett verdreckten Dämpfer den schickt. Also das gehört einfach dazu, finde ich. Das ist für euch kein Aufwand und macht für die das Leben wesentlich angenehmer. Deswegen öffnen wir hier jetzt die Packung und wir sehen schon, hier liegt meine wunderbare Fox Factory 36 Gabel drinnen und der Dämpfer muss hier auch irgendwo rein. Den könnt ihr natürlich extra nochmal komplett einpacken, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, zu genau müsste da auch nicht sein. Hauptsache, es stößt hier nicht Metall auf Metall, das sollte nicht sein. Deswegen mache ich es jetzt einfach so. Ich nehme hier ein bisschen was von diesem Papier, lege das hier zwischen die Gabelarme, lege da den Dämpfer rein. So, da kann nichts sein. Und dann decken wir hier alles schön zu. Und ab zur Post damit. So Leute, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben bei Fragen, wie immer ab runter in die Kommentare. Und vielleicht habt ihr auch ein paar coole Videovorschläge, was das Biken im Winter angeht. Da gibt es, glaube ich, viel, was mir vielleicht auch gar nicht so gut einfällt. Deswegen lasst mich das gerne unten wissen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns schon bald bei einem neuen Video von 4 Freeskier. Bis dann, Leute. Ciao und macht es gut.